Aloha und weiter im Text mit Resonance of Fate. Wir müssen uns auf den Weg zu Pater Topolis machen oder nach Pater Topolis. Denn dort hat jemand was verloren, vergessen, liegen gelassen, irgendwie sowas in der Art. Und, ojo. Geht ja. Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja wieder ganz vergessen, dass ich dir auf Japanisch gestellt habe. Ja, komm. Schaffst du. Na gut, können wir den Gift-Kobold gleich noch mitnehmen. Bang. Bin so stolz auf dich, Lien. Und oh. Au. Und wir sind beide vergiftet. Das ist ja ganz groß. Und zack. Oh, Lien. Hat schon was eingebüßt. Da gucken wir mal. Streifschaden. Heilkoffer heilt. Nee. Streifschaden. Dann nehmen wir mal eine perfekte Hilfe. Davon haben wir mehr. Auch wenn es gerade nicht so ist, dass man jetzt unbedingt... Und so, ihr wisst schon, was ich meine, nicht wahr? So, und ich... Wenn ich das Spiel so recht kenne... Finden wir dieses Item, das wir suchen? Haben wir nur den? Okay. Versuchen wir's. Aber wir gehen... Da hinten? Ja, ich traue mich nicht. Oh, oh. Eieieiei. Dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht ein bisschen näher ran, genau. Uiuiui. Ah, aber das sieht gut aus. Oh, oh. Ja, und der vergiftet sie auch noch. Ganz toll. Ja, ich wollte sagen, woher weiß ich denn, wann ich dieses Item gefunden habe? Okay. Mach mal du nochmal. Mach mal die ganz kaputt. Genau. Na komm. Genau. Okay. Und seine Synchronstimme erinnert mich trotzdem noch an Zorro aus One Piece. Oh Gott, jetzt weiß ich, was Gift macht. Das zieht den Streifschaden sofort ab. Oh oh. Oh oh. Nimm mal Vashron. Der hat viel mehr auf dich abgesehen als Lien. Glaub mir. Na komm, mach doch. Nein! Oh, 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 oh. Oh Gott. Oh Gott, nein, lauf nicht weiter, lauf nicht weiter, lauf nicht weiter. Oh, ein Glück. Ja. Alter. Okay, dann kriegt Lien nochmal gleich eine perfekte Hilfe hinterher geschmissen. Gern geschehen, weil das können wir ja so nicht stehen lassen, ne? So. Okay. Die beiden sind noch okay. So natürlich nicht. Oh. Geh mal so zurück und dann da lang. Oh Gott. Warum ballert ihr alle auf Lien? Das finde ich voll nicht okay. Oh, oh, oh. Okay, dann darüber. Mach den mal alle. Danke.
Das funktioniert bestimmt. So ganz ohne... Obwohl, ja, ich wecke seine Aufmerksamkeit, was eigentlich recht gut ist. Nee, 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 nee. Den da. Oh, oh. Ja, ja. So. Oh, oh. Komm, geh kaputt. Sehr gut. Hauptsache, wir können ihm ein paar Waffen kaputt machen. Vor denen habe ich im Moment so am allermeisten Angst. So, Lien, jump mal darüber. Super. Ja, ja. Macht mir jetzt nur bedingt Angst, deine Attacke, muss ich zugeben. Denn das war's mit dir. Und sein Mützchen ist kaputt. Sehr schön. Okay, Lien. Oh, 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 Lien, Mäuschen, 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 nicht gut. Warte. Ah, der rennt mir hinterher, Mist. Komm, lauf hinterher. Nicht zu bashen, komm zu mir. Oh, der war ja schon. Naja, egal. Jetzt ist er erst recht. Oh ja, kreisch nicht so. Hallo. Oh, nee, nicht Audacity. Avira. Sprang mir gerade ins Bild und nein, ich benutze keinen Emulator. Habt ihr immer genug Leute, die das vermuten, nur weil man... Das ist ein... Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Mist! Ja, ganz großes Team. Okay, Lien, nimm bitte... Was ist das denn hier? Eine leere Batterie. Bringt mir jetzt nicht so viel. Nimm mal den und lauf mal dahin. Das ist zwar jetzt irre gefährlich, was ich da gerade mache, wahrscheinlich auch extrem dumm. Aber... Ja, genau das wollte ich. Sowas hier wollte ich nämlich. Oh Gott, hier brennt gerade. Ah. So, und jetzt ist sie vorbei. Lien. Lien. Oh je. Na, das war nicht viel. Nicht allzu viel Schaden, aber vielleicht kann ich ihn ja... Nee, kann ich ihn nicht. Aber so bestimmt. So, dann jump ich darüber. Hör auf. Lass das arme Mädchen in Ruhe. Das hat dir nichts getan, außer dass es dich vielleicht ein bisschen angeschossen hat. Aber du musst dich nicht gleich so anstellen, mein lieber Freund. Nö. Ora, ora, ora. Ah. So, dann nehmen wir mal den da hinten, den anderen Kettenmolch. Nee, Kettenratenmolch. Weil den ersten, den kriegt Wäsch schon, glaube ich, auch so hin. So, ja, genau. Dann jumpen wir jetzt da auch mal rüber. Machen den erst kaputt. Genau. Na komm, einen schaffst du noch. So. Und jetzt kommt der. Bäm. Ja, ja, damit kann ich leben. Was mich nicht umbringt, macht mich stark und so. Und wir sind dicht genug, obwohl, nee, wir springen drüber, denn die Schilde sind ja noch ganz gewesen. So, dann gehen wir mal weiter. Da lang. Ich vermute ja, dass es einfach nur am... Oh, das ist süß. Dass es einfach nur am Ende ist.
Reicht es? Ja, das reicht. Na, das reicht nicht ganz für zwei. Aber für einen komplett hat es gereicht. So, dich mache ich alle und dich mache ich ganz kaputt. So. Dann schauen wir mal, ob wir den... Na, den kriegen wir so nicht hin. Aber wir kriegen ihn so hin. 3, 4, 5. Ja. Oh, leck mich spielen. Also nicht leck mich, sondern lag nicht. Fände ich mich voll uncool. So, und dann geht's jetzt darüber. Na komm. Folge mich. So. Und Vashron. Den kriegen wir. Super. Leute, ich bin stolz auf euch. Auch wenn ihr jetzt momentan keine Levelaufstiege mehr habt, aber... Okay, hier ist nichts. So. Ja, stimmt, hier war der Bosskampf dran, nicht wahr? Ich erinnere mich so leicht an diesen Verrückten. Ich habe seinen Namen vergessen. So, weiter. Okay. Da. Zack. Gib her. Ein Bündel Liebe. Und deswegen sind wir jetzt hergekommen. Okay, dann nehmen wir mal eine Fluchtzelle. Haben wir ein paar davon. Tada! Was ist ein Bündel voll Liebe? Muss ich das abliefern gehen? Oder durfte ich das behalten? Das durfte ich doch behalten, oder? Auftraggeberbericht erstatten. Ah, okay. Da muss ich da wieder hoch. Und der war Ebene 10 Erbener. Okay. Dann geht's jetzt erstmal nochmal hoch zu Pater. Zum... Also zum Pater... Zu seinem Anwesen. Dingens halt. So. Lauf. Dann können wir das abgeben und dann können wir uns nach Albina begeben. Da müssen wir doch auch hin, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir müssen auf jeden Fall Sapphire zurückholen. Wäre zumindest sehr praktisch. Wir brauchen ihn. Guten Tag. Habt ihr das Geschenk von ihm gefunden? Oh, seht nur. Was für ein tolles T-Shirt. Und der aufgebügelte Text vorne. Eine Nachricht von Kardinal Pater an Miss Leanne. Oh, bitte zieht es an. Hm, später vielleicht. So, dann schauen wir mal. Missionsmemo. Jetzt haben wir nur das hier. Hm. Na gut. Ja, ja, ich weiß. Tut mir leid. Wollte ich nicht ansprechen. Wird nicht wieder vorkommen. I'll promise. Mhm. Ach so, stimmt, wir können ja... Gehen wir nochmal zurück nach Ebel. Und, ja, bevor ich hier jetzt reingehe, weil jetzt wird gleich eine Cutscene ausgelöst und so, würde ich sagen, beende ich jetzt diesen Part eine Minute früher und wir sehen uns im nächsten Part von Resonance of Fate wieder. Ovary.